Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Hof Bergmann. Die letzte Folge ist ja doch schon ein bisschen her. Das lag daran, Zeit hat gefehlt und dann bin ich auch noch durch eine echt krasse Mandelentzündung fast 5 Tage lang nur gelegen. Also nicht mal die Muße gehabt, an die Konsole oder an den PC zu gehen und was zu machen. Und auch nicht die Kraft dazu gehabt. Also wirklich so, also so hat es mich schon, glaube ich, die letzten 10, 15 Jahre nicht mehr aus dem Leben geblendet wie jetzt. Aber nun bin ich einigermaßen wieder fit. Wie gesagt, einigermaßen. So mindestens so weit, dass wir hier mal eine Folge wagen können. Und wie ihr seht an der Uhrzeit, sind wir heute schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Das hat den Grund, dass wir heute was ganz Spezielles vorhaben. Wir wollen uns heute Bienen zulegen. Und die Bienen würden wir gerne im Obstgarten. Weil im Obstgarten, mal schauen, wo der ist. Gehen wir mal hier ein bisschen raus. Der Obstgarten ist hier, oder? Oh, hier. Genau, der ist hier. Kann man den gar nicht besuchen, wenn er uns gehört? Doch. So, wo ist er richtig? Ne, das ist ja nur ein Feld. Das ist nicht der Obstgarten, den ich meine. Wartet mal schnell. Den Obstgarten hier unten meine ich. Die Obstplantage nennt sich das hier. Suchen wir die mal. Die muss man nämlich kaufen. Wir springen kurz. Ja, oder laufen mal außen rum. Dann braucht man nicht einbrechen. Diese Obstplantage hat nämlich schon Bienenstöcke dastehen. Und zwar 4 Stück. Und davon werden wir heute, ich sag mal, 2 befüllen und die anderen 2 werden wir anders mal befüllen. Und damit wir die befüllen können, müssen wir einiges einkaufen. Und natürlich auch erstmal, dass dieses Grundstück uns gehört. Schauen wir nochmal auf die Karte. Das war der falsche. So, hier. 192.000 Euro kostet es. Wir kaufen es natürlich, weil wir wollen natürlich später auch mal Obst auch ernten. Können wir mal kurz hier reinschauen. Lässt er mich trotzdem nicht rein. Er dauert vielleicht ein bisschen, bis er kapiert. Genau, jetzt hat. Ja, diese ganzen Obstbäume, die gehören jetzt sozusagen alle schon uns. Und die dauern aber, glaube ich, ein paar Tage, bis die alle erntereif sind. Somit kümmern wir uns erstmal um die Bienen. Wie ihr seht, sind keine Waben drin. Deckel öffnen, ist leer das Teil. Und ich würde sagen, wir befüllen jetzt mal 2. Gehen, glaube ich, 20.000 Bienen gehen, glaube ich, da rein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber wir werden es gleich sehen, weil wir werden die Bienen ja auch kaufen. So, dann geht's ab zum Händler. Dort habe ich nämlich schon meinen kleinen John Deere stehen. So, und dann gehen wir mal hier in den Shop. Und hier gibt es den Imkereibedarf. Und das sind die Honigeimer für später. Die nehmen wir aber auch jetzt gleich mal 2 mit. Wenn der erste Honig fertig ist, dann brauchen wir diese Bottiche, wenn wir die Honigwaben wieder rausnehmen wollen. Da brauchen wir 2 Stück je Stock. Aber da wir sie nacheinander ausleeren werden, reichen uns jetzt erstmal 2. Und dann haben wir hier die typischen Waben. Und Waben brauchen wir auch 2 je Kiste. Also werden wir hier jetzt mal 4 Stück kaufen.
Und hier sind unsere lebenden Bienen, 20.000, genau. Lebende Bienen, 140 Euro pro 20 Stück. Wir haben gesagt, wir kaufen uns zwei Bienenvölker und natürlich die Honigschleuder, um den Honig natürlich auch irgendwann mal verkaufen zu können. So, und das einmal, bitteschön. So, da steht jetzt alles hier parat. Jetzt fahren wir doch noch mal, wo ist er? Einmal ums Karree hier rum, um hier besser einzuladen. Und dann zeige ich euch gleich was Lustiges. Cooler Effekt, hört ihr es? Die Bienen wollen raus. So. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das irgendwie besser nehmen können. So, das sehen wir besser. So, das hat gepasst. Hauen wir nachher einen Gurt rein. Dann hauen wir mal die Bienenwaben hier auf dem Hänger. Einmal. Und zweimal. Ich bin echt gespannt, ob das, also ich habe mich echt noch gar nicht erkundigt, inwieweit das irgendwie Geld bringt oder so. Aber ich finde es eine coole Geschichte und es ändert so ein bisschen so das typische LS19 Leben. Und die Bienen finde ich einfach cool. Also so von der Machart her mit ihrem Honig. Und ich bin echt gespannt, wie lange es dauert, bis wir hier Honig mal wirklich abfüllen können. So, dann die Bienen rein. Vorsichtig, nicht, dass die hier aufgehen. Dann haben wir die hier gleich hier beim Händler. So, einmal. Bienenvolk Nummer 2. Dann hier unsere Wabeneimer noch schnell. Schauen wir, wie wir die am besten reinkriegen. So, einmal. Den zweiten. Mal schauen, ob wir den hier hinter die Bienen reinkriegen. Ja. Mehr recht als schlecht. Aber die Eimer müssten wir hier noch reinkriegen. Genau. So. Dann kurz einsteigen. Das war die falsche Taste. Hier Hänger voll gemacht und hier vorne festgemacht. Und dann schickt man ihn, schickt man ihn, schickt man ihn. Bin ich jetzt echt gespannt, wo die drin sind. Weil wie gesagt, Kartenziele vielleicht. Obstplantage, da ist er. Lassen wir ihn mal dahin fahren. Und ja, was soll ich sagen, was haben wir getan? Wir haben hier auf Feld 2 natürlich alles aufgesammelt mit unserer Krone Premus. Die gehen wir jetzt meines Erachtens mal zurück. Gehen wir mal auf Leihgeräte, gemietete Geräte. Dann gehen wir den Waldrat zurück. Und gehen wir den Premus zurück. Warum wir den Ballensammler gemietet haben, ist mir ja jetzt nicht bekannt, aber wir lassen ihn jetzt einfach mal hier drin. Und so, die sind weg, fallen keine Kosten mehr an. Und wie gesagt, hier haben wir alles aufgesammelt. Wir haben es in der BGA in Silo verfrachtet.
Dann hier stand Sojabohnen, genau. Diese Sojabohnen habe ich mal über Nacht abernten lassen, vollautomatisch von der KI. Und müsste theoretisch irgendwo der Drescher stehen. Wo steht der Drescher? Ne, der Dre stimmt, einen Drescher habe ich schon aufgeräumt. Und abgetankt habe ich ihn auch schon, aber ich habe ihn nur zur BGA geschickt und noch nicht abgeladen. Und hier sehe ich jetzt wieder neue Gerste an, weil ich würde gerne, hüpfen wir mal schnell zu unserer BGA. Ich würde gerne hier mal so ein bisschen befüllen. Und da habe ich mir gedacht, okay, fangen wir von vor oben an. Die Gerste auf Sojabohnen hatten wir ja schon angepflanzt gehabt. Deswegen habe ich die jetzt abgeerntet. Und würde ich sagen, hier steht er. Und laden wir die Sojabohnen schnell ab. Knapp 23.000. Besser als gar nichts, wenn wir was brauchen. Warum kann ich es hier nicht abladen? Das muss ich nicht verstehen, oder? Er nimmt mir keine Sojabohnen. So, jetzt haben wir hier uns festgefahren. So, müssen wir kurz Superkräfte anwenden hier. Hier. Nein, nicht Standardeinstellung zurück. Bin ich jetzt echt baff, warum er hier keine Sojabohnen abladen kann. Aber dann schauen wir, ob wir die in unserem Silo auf dem Hof abladen können. Wenn nicht, dann müssen wir sie verkaufen. Weil andere Sachen gingen ja hier in den Silo auch. Also verstand ich jetzt nicht, warum hier keine Sojabohnen gehen sollten. Aber dann fahren wir kurz den Hof runter. Schauen wir mal, ob wir das hier drin haben. Unser Hofsilo. Zack. Schicken wir ihn mal dahin. Das soll er mal automatisch machen. Ich habe die Meldung gekriegt, dass er hier angekommen ist. Und wir machen uns somit dann unsere Hauptaufgabe, die wir für die heutige Folge hernehmen wollen. Wir kümmern uns um Bienen. So, machen wir kurz hier die Spanngurte ab. Motor aus. Jetzt waren wir hier falsch drin. Jetzt waren wir in der Maschine drin. Wieder in der Maschine. Wieder in der Maschine. So, jetzt Motor aus. Und dann nehmen wir das Ding jetzt hier runter. Dafür brauchen wir keine Superkräfte, so schwer ist es nicht. So, stellen wir mal hier hin. So. Und den Rest nehmen wir mal hier die ersten Waben. Wir haben hier das schon geöffnet. Und dann schauen wir mal, wie man das hier. Hört ihr es? Er befüllt's. So, die erste Lage Waben, die wir aber leider Gottes nicht sehen, sind drin.
Dann machen wir die zweite. Oh, jetzt werden sie ersichtlich. Seht ihr es unten? Cool. Nice. So. Dann nehmen wir mal hier den Bottich, den legen wir mal. Ups, wo ist der jetzt hin? Da ist er. Legen wir den mal, wo legen wir den hin? Legen wir den mal hier daneben hin. Da liegt er gut. Den anderen nehme ich noch mit nach hinten. Den Honigeimer lassen wir mal hier neben der Maschine stehen. Den zweiten auch. So. Und dann nehmen wir unsere Bienen. Und setzen wir die da rein. Und wie ihr seht, sie sind auf dem Weg zu den Obstbäumen. Gehen wir nochmal kurz näher hin, schauen wir uns das Produktionsmenü an. Was befüllen starten? Ich will noch nichts befüllen. Genau, schließen wir meinen Deckel. Ah, jetzt sehen wir es, genau. Wir haben 100% Zubehör drin, 100% Bienen drin. Und jetzt produzieren die fleißig Honigwaben. Wie viel die produzieren, wie lange die dafür brauchen, ich habe keine Ahnung. Aber der Effekt hier mit den Bienen echt schon cool gemacht. Klar, die Bewegungen wiederholen sich immer wieder, aber irgendwie cool gemacht. Ich bin echt gespannt, ob das auch dem Obst dann dementsprechend bessere Ernte beschert. So, fahren wir mir zum zweiten Stock hinter. So, dann nehmen wir mal hier unsere Waben. So, rein damit. So, Nummer 1 ist drin. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selbst schon was mit Bienen oder so, egal ob im Real Life oder auf LS19, schon was gemacht habt und wie da so die ganze Kosten-Nutzen-Faktor ist. Nicht der Kotzen-Nutzen. So, und hier auch die Bienen rein. Zack. Deckel zu. Die schwirren auch aus. Wir steigen aus. Fahren vor. Ups. Gegen unseren heiligen Obstbaum gefahren hier. So, und damit wir hier auf unserer Obstplantage unsere Ruhe vor irgendwelchen Bienendieben oder so haben, werden wir uns hier einen Hund anschaffen. Und zwar einen großen Schweizer Sennerhund, würde ich sagen. Genau. So, wo ist er? Er ist da. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Seht ihr ihn? Versteckt er sich? Ist er scheu? Ich weiß ja nicht, wo dem sein Auslauf ist, aber
Der kann natürlich hier überall sein. Gut, ich mache hier hinter mir mal zu. Wir schicken ihn hier nochmal schnell zum Händler. Schicken ihn mal nochmal schnell zum Fahrzeughändler. Weil wir brauchen noch Hundefutter. So, kurz gekauft. Der soll jetzt schnell abholen. Aber wo unser Hund ist, ist mir jetzt schon. Da steht ja auch eins von zwei da. So, sollen wir zwei kaufen? So, jetzt haben wir zwei gekauft. Zweimal 1.500 € vom Konto abgezogen gekriegt. Aber kein Hund weit und breit. Gut, ich bringe mal Hundefutter hin, falls sich doch die zwei Jungs mal blicken lassen. Ha! Da hat doch gerade was gebellt, oder? Da habe ich bis nur eingebildet. Sie bellen. Da ist er. Und da ist der zweite. Sehr gut. Perfekt. Dann machen wir hier schnell wieder das Hoftor zu. Und dann haben wir es auch schon wieder. Das wollten wir jetzt in der Folge mal machen. Wir wollten jetzt hier noch kurz schauen, ob wir hier Sojabohnen reinkriegen. Laut Anzeige kriegen wir sie rein, weil wir auch schon was drin haben. Dann laden wir die Sojabohnen halt hier rein. So, ein bisschen zu schief reingefahren. Ich möchte nicht befüllen, ich möchte gerne abladen. Na gut, hier kann ich irgendwie auch nicht abladen, ich weiß nicht warum. Ich werde mir das mal anschauen. Ah, überladen. Aha, okay, das hätten wir uns im anderen einmal anschauen müssen, ob das vielleicht so gekommen wäre. Gut, wir haben es zumindest jetzt mal rausgekriegt. Unsere Sojabohnen sind weg. So, ich werde jetzt mich hier wieder rausquälen. Ich glaube, ich werde hier mal diesen Strommasten umsetzen müssen. Der ist echt mit langen Anhänger nicht schön. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn die Bienen dann hoffentlich mal vielleicht Honig produziert haben. Bis dann, euer Xbox Chris.